Gut, kommen wir gleich zum nächsten Artikel, weil wir gerade bei Energie sind. Das habe ich jetzt, will ich like, kurz drauf verweisen, das ist im ORF Tirol gesehen. Ein Landwirt in Mils will auf seinen Feldern eine Photovoltaikanlage aufstellen. Und zwar will er die so aufstellen, dass die senkrecht stehen. Also dass sich der Acker noch landwirtschaftlich nutzen lässt. Dieser Landwirt bekommt allerdings Gegenwind von Gemeinde und Bauernvertretern. Die Gemeinde sagt, und das habe ich äußerst unterhaltsam gefunden, und wer Mils kennt, wird mir jetzt zustimmen. Die Gemeinde sagt, das verschandelt das Ortsbild. Gut, ich sage jetzt nichts dazu, weil Und die Landwirtschaftskammer hat gesagt, es wird immer mehr Boden versiegelt. die Landwirtschaftskammer hat das gesagt, Ja, ja. es wird Weil immer, das ist, das ist also nicht gut, weil es wird immer mehr Boden versiegelt. das ist in sich ja alles, also das kannst du ja als Witz eins zu eins alles niederschreiben. Naja, mittlerweile kann ich ja Nachrichten aus, die aus Tirol kommen und sich um moderne Themen drehen, generell eher eins zu eins als traurige Realsatire markieren und Also, ablegen. es ist ja jetzt so, also wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, also der wollte auf seiner Fläche, ich meine, was da schon mal der erste Punkt ist, das, was immer das Totschlagargument in jeder Bauordnung ist, ist Ortsbild. Weil wir haben ja das grandiose System, dass bei uns die erste und letzte Instanz immer die Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist. Das ist ja eine Sensation, auf die kann man normal gar nicht kommen, weil das entspricht für mich eigentlich nicht dem Prinzip Gerechtigkeit. Naja, es ist aber gut für die Bürgermeisterin und für die Bürgermeister, weil die haben dadurch die Möglichkeit, zu nebenher ein bisschen was zu verdienen. Also ich will jetzt da kein irgendwas unterstellen, aber Das kann, also ich weiß es nicht, was du da unterstellst, sowas weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das wäre mir neu. Also das wäre mir wirklich, ja, nein, sowas mir wäre machen es die. auch noch, dass es korrupte Politiker und Ich meine, Bürgermeister geben würde. natürlich, sowas wäre dann rein hypothetisch möglich. Ja. Hypothetisch, es macht natürlich Ja, keiner. Also da man gehen muss sich halt wir. gut stellen mit den Leuten, dann hat man ja kein Also, Problem. aber sagen wir mal so, rein vom Durchlaufen dieser Ordnung quasi, oder dieses Instanzenlaufes, wie man das, glaube ich, juristisch Ja. nennt. Oder was weiß ich. Also ich hab in die Rechtsfächer immer schlecht aufgepasst. Und die haben nicht So, fertig dieser studiert. Instanz. Ja. Ja, okay, du hast aber zumindest wahrscheinlich aber besser gelernt als ich ein Ja. bisschen. Dieser Instanzenlauf ist halt dann so: Ich gehe als erstes kleine Gemeinde, ich gehe zur Bürgermeisterin, zum Bürgermeister. Die sagen, na. Dann gehe ich zur nächsten Instanz, die sagen, ja. Und dann sagt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, na. Ja. So, passt. Für was soll ich die Instanz überhaupt durchlaufen? Es macht keinen Sinn. So. Und jetzt noch das andere, ich finde es ja okay, ja, Österreich hat eine extrem hohe Bodenversiegelung, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Nur, der Punkt ist ja das, wir müssen es ja irgendwie schaffen, komplett aus fossilen Energien rauszukommen. Und natürlich wird sich das, glaube ich, nicht mit alle Dachflächen, die wir haben, wenn wir das mit Photovoltaik zukleistern und auch mit Windding, wir werden wahrscheinlich noch was brauchen dazu. Natürlich, Bodenversiegelung, großes Problem. Es wird für jedes scheiß Kaufhaus werden Hektar Richtig. an Land versiegelt, nur um geschissene SUV-Parkplätze unterzubringen. Das ist vor allem, es ist Aber ja allein hier schon das. geht es um Photovoltaikanlagen, die am Acker senkrecht aufgestellt werden, Ich weiß, das habe ich mitgekriegt, ja. so dass die landwirtschaftlichen Geräte zwischendrin noch durchfahren können, die Ernte einbringen können. Und das sind Solaranlagen, die Bifazialtechnik nutzen. Das heißt, sie können auch rückstrahlende Energie. Bifaziale Solaranlagen funktionieren so, da wo die Sonne draufstrahlt, hast maximale Ausbeute, aber auch die Reflexion durch den Boden, die auf die Rückseite draufstrahlt, bringt dann noch ein bisschen was.
Das wäre da auch angedacht gewesen. Das heißt, Versiegelung ist meine Augen da absolut kein Argument. Auf dem Acker gehen höchstens ein paar Prozent an Fläche verloren, nämlich da, wo die Teile aufgestellt werden. Der Rest wird normal genutzt. Und Ortsbild, gerade in Mils muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort Ortsbild. Weil das ist ein Vorort von Innsbruck, da ist Industrie, da sind Wohnblöcke. Clemens, bevor du dir jetzt in Rage redest, Ja. hol einmal Luft. Da ist Industrie, da sind Wohnblöcke, es ist kein schöner Ort mit einer wunderbaren Altstadt oder was auch immer. Das ist eine Vorstadt, Vorort von Innsbruck. Man weiß, wie Vororte ausschauen, da ist nichts mehr mit Ortsbild. Natürlich, Mils ist eine nette Gegend, es ist eine ruhige Gegend, du kannst da schön wohnen, es ist jetzt nicht so stressig wie in einer Stadt und das ist, aber es ist nichts, was jetzt schützenswert ist wegen einer senkrecht aufgestellten Photovoltaikanlage. Das stört nicht das Ortsbild. Ich würde eher, ich würde, ich würde, für mich ist eine Gemeinde, die sowas macht, eher, ich würde das eher als positiv sehen. Eine Gemeinde, die sagt, okay, wir machen Ja, das. so, das ist ja bei dir, da bin ich ja auch bei dir mittlerweile, dass ich sage, Aber ich bin ja auch kein rückständiger Nordtiroler. das Problem ist das, wir wären, sagen wir, also jetzt kann man die gleiche Diskussion, kannst du ja auch einen Windpark aufmachen. Oh, Der Punkt, Verspargelung der Landschaft. ja, nein, man muss halt eins bedenken. Jetzt kannst du aussuchen, was ist da lieber? Wohnst du lieber neben einem Kohlekraftwerk oder hast du lieber ein paar Windradeln, die halt von der Weide Ja, siehst? Kohlekraftwerk haben wir immer schon gemacht. Ja, ich weiß, ist super, das brennt so fein. Ja. Na, und das ist halt das, wir müssen irgendwo, wird die Energie herkommen müssen, die wir brauchen. Naja, Und die kommt von der Divac. ja, ja War natürlich, immer schon so. das kommt von der Wir haben immer von der Diva Divac, gekriegt. ja. Das ist halt so der Punkt, wo du sagen musst, und da sage ich da halt ganz ehrlich, da ist mir persönlich ein Windradl, das in der Nacht blinkt, zehnmal lieber Na, die kann ich nicht als. schlafen. Das blinkt da Ja, die gut. ganze Zeit im Schlafzimmer einer da im Ja. 5-Sekunden-Takt da. Da wäre ich alle 5 Sekunden Richtig. munter. Und wer denkt nur auf die Furcht. Fegle, die da Na, ganze Zeit genau, reinfliegen? das ist dann auch das Beste. Da kämen dann bei denen, die sonst jeden Wolf abknallen würden, Ja, genau. da kämen dann die Vögel. Ja, genau. Da kämen dann die Vögel. Das ist, das, oh, das, es ist so typisch österreichisch. Es ist alles so, wie sagt man, so eine Operette in 700 Akte. Es geht nichts normal. Es geht nichts nochmal. Nein, ich verstehe nicht, warum ihr Österreicher so seid. Nein, Ich es geht nicht. verstehe Das es ist nicht, warum ihr so seid. Warum seid ihr so das komisch, Gleiche. so Das ist das altvatrisch und. Gleiche wie bei dem Rauchverbot. Wie lange das gedauert hat, wie viel es Umwege da gegeben hat, und jetzt sagen eigentlich alle, ja, das ist ja viel besser. Ja, es ist sogar die Raucher sagen es. Ja, gut, es gibt ein paar, okay, Es gibt ein paar, die sagen es nicht, ja. ja, Die wäre schon immer aber oben, aber. es ist halt immer, es Es ist braucht so 70 Akte. angenehm, dass nirgends mehr Ja, geraucht wird. aber ja, das ist in Österreich, das geht nicht Und anders. Du kannst ich nicht bin normal. ehemaliger Raucher und ich habe beim Ausgehen geraucht und wo ich noch geraucht habe und es war schon Rauchverbot, war es mir auch egal. Also. Ja, also so viel dazu, aber es ist in Österreich, muss halt alles in Ja, in 700 Österreich Akten ist passieren. es. Es Ich geht. weiß nicht, ich verstehe unser Volk einfach nicht. Keine Ahnung, warum wir so rückständig sind. Und wir sind ja nicht rückständig, keine Ahnung, wir sind ja keine Drittweltnation, wo es eine hohe Analphabetisierungsrate oder so es gibt. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es so wäre. Ich weiß es nicht. Also es ist Ich verstehe es nicht, warum sind wir so? das muss so sein. Das geht nicht anders. Das gehört dazu. Norweger sind auch konservativ. Das ist auch ein sehr konservatives und sagen wir auch, ohne jetzt den Begriff nationalistisch jetzt mit zu Naja. negativ zu konnotieren, aber die sind schon sehr patriotische
und konservative Menschen in Norwegen. Da Naja, geht's aber ja, der Punkt ist halt das, die haben halt einfach konsequent, ich meine, nur dabei, du musst denen ja eins zuerkennen, die sind ja eine, die haben ja Öl exportiert noch und ja, nöcher. natürlich. Die haben sich Und die dadurch einen haben halt, gewissen Wohlstand ja, aufgebaut. aber die haben halt Aber gesagt, okay, das. die schlafen jetzt auch nicht. Die ruhen sich ja auch nicht auf dem aus. Na, die wissen, dass das nicht die Zukunft ist. Ja. Weil es ist jetzt das, es ist eh alles unausweichlich. Das heißt, diese Dinge seien die Zukunft und Ja, fertig. dann Da bauen wir kannst du halt jetzt einfach nur. ein paar Wasserkraftwerke mehr. Ist ja egal, Ja, oder? Dann bauen wir halt das, noch na ganz eh, viele Wasserkraftwerke. da haben wir schon einen Ausbaugrad bis was weiß ich was. Was willst du denn jetzt noch? Willst du jetzt noch was weiß ich? Geht bei dir irgendwo in der Nähe ein Fluss Ja, vorbei? ganz viele. Da können wir eigentlich alles Ja. zukleistern. Ja, sicher, weil das geht da so super. Ja, perfekt, machen wir mal. Deshalb steht bis jetzt da ja nichts. Ja, jawohl, bei uns stehen einige Kraftwerke. Ja, Auch aber nicht von. private. Ja, ich meine es nicht von der Kellag. Also wenn von der Kellag ansteht, dann hat sich schon gerechnet, weil sonst hätten sie es eher nicht gebaut. Kelag, natürlich, oben ist ganz große. Ja, ist klar, ist ganz große natürlich. Wie ist der Speichersee? Speichersee, Zirknitz. Achso, das ist unseres, das ist das von der Gemeinde, glaube ich. Große. Der Ja, große. klar, die Großen sind immer, die sind gebaut, das braucht man nicht reden, das ist klar, weil die sind ein Geschäft. Große. Kehlak. Ich glaube, das ist ein Kehlak-Kraftwerk, der große. Oh, weiß ich gar nicht. Ja, keiner. Es stehen bei uns. Es stehen bei uns einige. Es stehen bei uns. Also, unsere Gemeinde hat ja ein eigenes Kraftwerk. Also, ein Teil der Gemeinde, das ist die 60er oder sowas, ein Teil der Gemeinde hängt auf einem eigenen E-Kraftwerk. Also, vor allem der Altbestand an Häusern. Es ist keine Neubauten werden zu dem Kraftwerk zugeschlossen, aufgrund von ja, Limitierungen. Du hast halt nur einen gewissen Grad an Energie, den du produzieren kannst. Dann gibt es bei uns eins, zwei, drei, die hat der Bauunternehmer gebaut und verkauft er halt den Strom quasi weiter. Es gibt da schon ein paar, ja. Also geben tut schon. So ist nicht. Ja, Und, da, und, da, und, geben da, tut's und viel. teilweise gibt es ja auch, eigene Bauern mit ihren eigenen Pacheln, die zum Beispiel auch ihr privates Kraftwerk haben. Aber das ist halt noch auch schon quasi über Generationen oder sowas. Da ist halt dann ein Kraftwerk in die 60er gebaut worden, da wird das Kraftwerk halt heute auch zu Tag immer noch betrieben. Also das gibt es schon noch bei uns. Also es gibt bei uns einige Kleinkraftwerke. Aber natürlich, um jetzt wieder auf das eine Thema zurückzukommen, da geht es darum, einfach senkrechte Photovoltaikanlagen aufzustellen und den Acker trotzdem weiter normal landwirtschaftlich zu nutzen. Ich verstehe es nicht. Aber schau mal, was rauskommt. Wir sind so fucked in Österreich, das ist. Wir sind echt. Eigentlich. Könnte man uns abschaffen, Österreich abschaffen, heute.